vorne mit dem Glas müssen wir uns noch was überlegen. Ja, das sowieso. Aua. Wow. Das ist ich dann, wollte, dass du noch einmal gepurzelt wirst. Dass es hier mal noch irgendwie schön aussieht, aber wir haben unser Ziel eigentlich erreicht. Wir produzieren Strom. Hallo Leute, hier sind wieder McQuisto 2051. Varuna MC. Mevia, hi. Hallöchen. Willkommen zurück zu Minecraft City. Bei und dem Seftec Modpack und Varuna, der eine Tischdecke auf dem Kopf trägt. Das ist mein Kopftuch. Hat man so als Pirat. Ja, genau. Und ich habe jetzt endlich wieder aufgepasst mit dem Ton und jetzt habe ich wieder Grafikprobleme. Ich weiß nicht wieso. Ich habe gerade schon rumprobiert und Maruna und Mavia sind langsam ungeduldig. Deswegen lassen wir das jetzt auch und ich beginne gleich mit dem TF Fossync. Nein. Oh je. Und tschüss. Oh je. Und. Bist du noch da? Yep. Boing. Also McFisto lässt arbeiten, das sieht man. Ja, aber wie, hey, der ist nie da und kommt einmal die Woche oder alle zwei Wochen mal, um die Tech abzugreifen. Neues Age abzuholen, ja. Genau. So, ich mache jetzt hier mal kurz, während McFisto dann seinen Leuten irgendwas zeigt, hier eine unendliche Wasserquelle. Ja, die gucken wir uns an. Ja? Ja, ja. Wo bist du hin? In das Haus rein? Im Bauernhaus, unten im Keller. Da siehst du auch mal, wie viel Essen wir inzwischen haben. Holla. Ist ja lecker. Wenn sie so ruckeln würde, meine Güte. Holla. Ja, ja. Sehr schön. So, wir haben hier, komm mal um die Ecke. Lediglich einen Well Bucket. Und das, Water Sigil von Mavia. Mhm. Und dann sitzt. Nein! Guck! Vorführeffekt. Verdammt. Wer hat mich übrigens geschlagen? So, warte. Das Wasser muss hinten einfach an die Seiten dran. Und dann füllt sich hier dieser Eimer. Well Bucket. Den kann man dann wieder mit einem Eimer leer machen. Ich hatte mal einen Eimer. Weiß nicht mehr, wo der ist. Also momentan scheint er zu stagnieren. Nö, das geht schon. Du hörst ja auch. Kannst du rausholen? Ja. Warte, ich habe einen. Kannst auch rauspumpen. Lass mich raten, je mehr Wasser drumherum, desto schneller geht. Wasser verteilen. Ja, genau. So hat es mir ja vorhin gesagt. Mehr Wasser außenrum, desto mehr Wasser, desto schneller. Ich würde ja ganz einfach Ding eins tiefer setzen und vier Wasser, oder? Und dann Eimern. So, das waren jetzt mal 8 Eimer. Ja, immerhin. Ja, aber dann brauchen wir das doch eigentlich gar nicht. Warte mal, dann. Warum stellst du das drunter? Weil der Weg ein kürzer ist. Ja. Du kannst hier auch. Okay, jetzt ist es gerade voll. Also, wie viele Eimer habe ich jetzt rausgekriegt? 8. Der ist noch nicht voll. Der ist voll. Nein, ist er nicht. Dahin stellen, aber da kommst du halt nicht mehr ganz so gut an links ran. Ja, ist er ist voll. Korrekt. Nein, ein Eimer hat noch gefehlt. Jetzt ist voll. Es waren 7 drin, jetzt sind 8 drin. Ups. Zum Glück habe ich das Feuer da hinten nicht wieder angemacht. Na, ist ja egal. Das haben wir uns euch jetzt gezeigt. Das ist quite easy. Und ich habe noch was. Ja, was ich ja in der letzten Folge versprochen habe zu machen. Mir neue Schuhe. Und zwar die, wie hießen die, Mavia? Wolf Wild Dog Boots. Wild Dog Boots, genau. Ja, ich habe inzwischen genügend wilder Hundfälle. Ein Lederding braucht. Ja, in meiner schön eingerichteten Hütte hier. Wild. Warum ist hier unten ein Loch in deiner tollen Hütte? Ach so, da hatte ich die 10 da oben kopiert. Ich habe probiert, mit Chisel und Bits rumzumachen. Ah, okay. Wenn ihr mich jetzt fragt, wieso deine 10 steht, weil ich in dem Moment nur an 10 gedacht habe. Das hat keine Bewandtnis. Ach so, ich dachte, das sei das Alter oder so. Nee, nee. So, ich brauche noch 2 Bundle Federn.
Das heißt, ich gehe wieder nach unten. Hier drin habe ich keine Frame-Probleme, lustigerweise. Was hat denn Mephisto für Schuhe? Gar keine im Moment, oder? Ich hab noch die Slime-Boots an. Warte, ich hab noch genügend Felle. Ich kann ihm auch so Schuhe machen. Wenn ich noch irgendwo ein halbes Lederpaar Schuhe, halbes Paar Lederschuhe krieg. Wild-Dog-Boots, meine Güte. Ich habe so lange nicht mehr mitgespielt, ich habe noch in der Eingabe Pizza drin. Wie wundert's? Essen denken. Nein, das war irgendwie schon bei dir bestimmt 5 Folgen her, wo wir im Twilight Forest waren und du gesagt hast, gib mal Pizza ein. So, ich mache jetzt hier die Schuhe, die brauchen die. Was Wild können die sonderlich? Die Wild Dog Pelt Boots? Das wirst du sehen, sobald du sie hast, wirklich. Davon 2. Was brauche ich noch? Nochmal? Ah ja, die Federn. 4. Mary, hast du gerade noch ein bisschen Leder geholt? Oder? Ich Leder? Nee. Wäre nice, wenn du vielleicht noch ein halbes Paar Lederschuhe findest. Wo soll ich ein halbes Paar Lederschuhe herholen? Ich habe letztens das ganze Leder abgelegt, als ich da war. Tut mir leid, ich hatte welches. Also ich brauche ein ganzes Paar Lederschuhe. Wir haben 2 Leder im Dings. Lederschuhe. Vielleicht da bei den Rüstungen. Achso. Wo habe ich das hingemacht? Oh nee, Mavi hat inzwischen alles sortiert. Ist nichts mehr durcheinander von mir. Ich habe nichts hier im Haus sortiert. Hast du welche gefunden? Nein. Ich bin gerade erst wieder hier. Muss man. Ja, und drüben bei den 2 kleinen Doppelhäusern, da müssten noch Leder. Da ist noch. 2 kleinen Häuser, ne? Ja. Und dann redet wieder ein Rätsel. Ich hab noch 2 Leder. Ja, ich hab schon welche gemacht. Hier stehen doch bei dem einen kleinen Haus, bei der Schenke, stehen doch die Rüstungen rum. Ach, da. Okay. Ja, da habe ich noch gefunden. So, ich habe ein Leder. Paar Schuhe. Paar Lederschuhe. So, also. 2 Bundle of Feather. Die kriegt man mit Hemd zusammen. Sollten noch massenweise im Ding stehen. Die habe ich schon. Ich habe schon die Schuhe fertig. Ich weiß jetzt zwar nicht, weshalb der Hemdfiber übrig geblieben ist, aber. So, wo ist Mephisto denn nun? Ja, hier. Ich bin dabei dir. Wo bist du denn hin? Ja, hier. Hier. Dankeschön. So. Und dann springen wir nach oben. Aber hau dir nicht den Kopf. Bong. Du musst die Schuhe auch anziehen. Darauf habe ich gewartet. Du hast gesagt, spring mal nach oben. Oh, das sind die Mavia hat, deswegen springt er immer so hoch. Ja. Ja. Und dann geh mal raus und mach ein kleines Wettrennen. 3-2-1 los, ich bin schneller. Oh, geil. Und dann komm mal hier hoch, aber langsam. Langsam, langsam, langsam. Hier, hier hinstellen. Du bist schon zu weit. Ei, ei, ei. Jetzt weiß ich, was mehr. Scheiß, die waren da meinte mit. Die Schuhe sind so übelst brutal schnell, das gibt's gar nicht. Ist das jetzt die Schuhe oder ist das der komische in die Straße? Ey, also, die Straße mit den Schuhen. Wir haben hier Concrete-Boden mit den Schuhen. Das ist imbar schnell. Das geht gar nicht. Witzigerweise läuft das jetzt flüssig. Ja, da lässt es immer 5 Frames aus. Also, und jetzt haben wir schon gespoilert, was hier fertig ist. Also nee, warte, komm, wir fangen hier noch an. Wow. Ich mach mal hier kurz den Barkeeper. Marktplatz? Ich hol mal hier gerade ein bisschen. Wer möchte was trinken? Mango haben wir nicht, Mavia. Oh. Ups. Die Traube. Dann hol ich dir auch noch eine Traube. Na, hallo. Aber Spätlese bitte. Hier, nee, war Frühlese. 9 Uhr oder so. So. Hier, ganz chillig. Ja? Oh, schön. Ja, die leeren Flaschen bitte zurückstellen. Ja, hier, recyceln. Froh, dass es kein Tomatensaft ist. Geht leider nicht. Das hätten wir auch. Fett. Okay, Blut. Gut.
Also das hier kennt ihr ja schon alle. Was ihr noch nicht kennt, ist hier diese Gebäude hier hinten. Kenn ich noch gar nicht. Ja, du kennst noch gar nichts. Du kennst weder das hier noch das... nee, du kennst wirklich nichts. Du kennst auch die neue Mühle nicht, gell? Nee, der hat noch den Marktplatz gesehen, aber das war's auch schon. Oh geil, jetzt sehe ich erst, was du mit der Mühle meinst. Cool. Komme ich zwar noch nicht hoch, obwohl ich kann ja einfach über... Obwohl, natürlich kommst du da hoch. Dächer sind geil. Nee, Dächer sind übelst. Sehen so richtig dachig aus. Also wir haben hier zwei neue Mühlen. Das Problem, was wir immer noch haben, ist oben die Gearboxen, die gehen immer kaputt. Ja. Wenn ihr da irgendeine Möglichkeit wisst, liebe Zuschauer, dann schreibt mal in die Kommentare, wie wir die dauerhaft stabil halten. Weil oben bei der Mühle gehen sie immer kaputt und hier auch. Wir wissen nicht, warum. Ja, vielleicht ist das wegen der Wooden Gearbox und so ein riesen Ding oben drauf ist wahrscheinlich zu... Hat so viel das Power. Das ist schon Sinn der Aktion, aber ich weiß, dass die kaputt gehen, wenn wenn Sturm aufzieht, dann überladen die halt, dann ist das zu viel für die. Warum die jeden Tag kaputt sind? Wenn ich irgendwie eine Iron Gearbox bauen, eine Iron Gearbox? Nee, das kannst du ja irgendwann demnächst machen. Steel also ich meine jetzt einfach nur, das klingt für mich halt stärker als eine Wooden Gearbox. Es gibt tatsächlich eine Steel gibt Steel. Die hat den gleichen Flavortext wie auch die Wooden Gearbox. Genau, die kann auch kaputt gehen. So, aber jetzt mal kurz zur Sache. Ich habe hier in der Zwischenzeit mal die Gebäude fertig gebaut. Was ist das für ein riesen Palast hier? Das wird das erste industrielle Gebäude. Hier werden wir Strom erzeugen. Geil, und die Kerzen an der Wand sehen auch cool aus. Ja, alles nice. Wir werden hier Strom erzeugen und zwar werden wir uns jetzt die Mill. Eine hässliche Kuh. Nee. Water. Wie heißen die denn? Diese hier, die Water Wheels machen. Ich hab mal Runde wieder verloren. Ah, hier. Wir machen uns jetzt Water Wheels und dann können wir die hier an der Seite dran machen. Ich habe hier überall schon Platz gelassen, weil da müssen wahrscheinlich auch Gearboxen oder irgendwas dran. Kinetic Dynamo. Ah, okay. Dann einfach bei den Achievements. Das war Immersive Engineering, schätze ich mal. Korrekt. Oh, war aber knapp. Gut. Ich werde mal die Water Wheels machen und wer macht die Dynamos? Die mache ich. Wenn du mir sagst, wo ich die Zutaten... Ach, verdammt! Finde... Die Zutaten wirst du suchen müssen. Wahrscheinlich. Der Dynamo ist jetzt nicht so das Problem. Nicht? Dynamo. Kupfer, Keulen, Block, LV, Kupferkabel, Stick. Warte mal, wo bist du denn? Bist du noch hier bei mir in der Nähe? Ich bin hier vor der Fabrik. Okay, gut. Dann am besten bei... Warte, ich habe noch ein bisschen was hier im Inventar. Wie heißt denn das Teil, Mavia? Welches Teil? Dynamo. Ja, am besten machst du das bei der Tinkerschmelze. Weil da hast du alle Ressourcen. So geil. So, und ich kümmere mich hier um das Water Wheel. Und Mavia macht keine Ahnung was. Beobacht diesen Cursed Creeper. Jeder braucht eine Aufgabe. Okay, wir brauchen erst noch ein bisschen Treated Wood. Kann ich die auch so? Ah ja. Was habe ich? Ich habe 6 Slots gemacht, gell? 3x6. Oder fangen wir erstmal mit 2x6 an? Oder ich mache erstmal 1, dass ich überhaupt check, wie das geht. Oh, ist doch zum Kotzen. Was ist das Telefon klingelt wieder? So. Ja, von der Aufnahme. Was erwartest du? Es hat den ganzen Scheißtag mal einmal geklingelt. Kupferkabel. Können wir das schon irgendwie anders machen als mit einer Zange? Nein. Haben wir irgendwo Zangen? Ich habe dir eine gegeben. Oh! Ah, danke, die habe ich nicht gesehen. Und deshalb habe ich ja gesagt, du sollst warten. Ich habe nur gesehen, dass du mir 3 Kupferkabel mitnehmen musst. So, warte, ich mach mal hier noch ein paar.
Von diesen Teilen. Ich brauche Kupferplatten und dafür brauche ich eine Metallpresse. Haben wir sowas? Nein, du kannst die Platten direkt in der Tinkers-Schmelze ausgießen. Aber das ging auch schon, bevor du nicht so lange nicht da warst. Als Platten auch hämmern aus Ingots. Dann machen wir doch das. Für die so. Für die Presse brauchen wir nämlich Strom und den haben wir nicht. Den müssen wir jetzt machen. Bald generieren. So, Steel Ingots. Nein. Wie war denn das mit dem Hämmern? Wo hämmer ich da? Wo hämmer ich das drauf? Unten im Haupthaus. Ganz ja, rechts in der Ecke. Jo, ich hab 4 Wheels. Ich brauche aber noch viel mehr. Haupthaus ganz rechts in der Ecke. Jetzt bin ich jetzt schnell von A nach B gelaufen. Ja, das ist schon eine deutliche Zeitersparnis. Udala. Unten rechts in der Ecke. Stone Anvil. Oben in den in die Chest reinlegen, dann geht's ein bisschen automatisch. So, ich habe übrigens hier, können wir ganz easy Treated Wood machen. Ich hab keinen Hammer. Aber da ist einer. Ich glaube, es ist der richtige. Ihr müsst nur drauf achten, dass ihr nicht mit... Ups. Wenn ihr mit 2 Buckets auf das Fass geht, dann funktioniert das nicht. Also ihr müsst die Buckets einzeln nehmen. Dann funktioniert es ohne Probleme. Ich hämmer mal ein paar Platten. Kannst ein paar viele hämmern, gell? Wir brauchen 6 Dynamos. Danke, ich will jetzt gar nicht ausrechnen. Was denn das für ein Störgeräusch? Da, der Engel ist zerbrochen. Ja, dann mach einen neuen. Bitte. Ich dachte, einer von euch hätte Kruff gemacht. Ja, klar. Nee, wir sind voll busy. Stone Anvil. Primal Tech. Mavia, gibt's schon Energiespeicher? Der ist auch von den Industrial Engineering, Immersive Engineering, den müssten wir auch machen. Dann könntest du den doch machen. Stinknormale Kacksteine? Im Steinehaus. Gibt extra ein Steinehaus. Ja, direkt neben dir geht rechts eine Treppe hoch. Da müssten Slabs und Steine drin sein. Ich bin erstmal gerade Ressourcen holen. Weil sonst bringt uns ja die ganze Waterwheel-Geschichte gar nichts, wenn wir die Energie nicht speichern können. Auch so. Nur Stone. Hast du gefunden? Ja, ich hab die Steine. Warum leckt das hier rum? Das habe ich mich vorhin auch die ganze Zeit gefragt. So, ich mache mal ein paar Anvils. Ich denke, die werden noch öfter kaputt gehen. Anvils gehen nicht kaputt. So, ich habe 8 Räder. Was habe ich gesagt, wie viel ich brauche? 3x6. Ja. 18. So, ich bin überlegen. Der dämliche Hammer kaputt gegangen. Oh. Ob wir hier mal kurz einen Cut machen, bis wir alles versorgt haben. Ach so, habe ich zwar nicht gehört, aber können wir machen. Dann machen wir jetzt einen kurzen Cut und sind gleich wieder da. Die Folge ist eh schon relativ lange. Bis gleich. Bis gleich. Wir sind zurück an der Fabrik. Ich habe jede Menge Kinetic Dynamos gebaut. Genau. Du Dynamos, ich Wheels. Ich hoffe, ich setze die richtig rum. Ich glaube, das war das Teil, was nach außen muss. Ich gehe mal nach innen schauen. Wenig her. Sieht gut aus. Gut, dann setze ich hier nicht ausgeleuchtet ist. Mal die ersten Wheels hin. Sieht schon krass aus. Achtung, Skelett. Ja, das nervt mich schon die ganze Zeit. Haben wir schon irgendwo Batterien oder so? Dass wir wenigstens bei einem mal testen können, ob es irgendwie funktioniert. Nein, ich habe einen. Warte. Ja, Capacitor ist halt. Aber dass wir das auf jeden Fall testen können. Nicht, dass wir jetzt hier einen riesen Aufbau machen und nichts geht. Hier. Da steht einer. Ein Kabel.
Warte, die Kabel habe ich ja. So. Achtung. Zack. Okay. Jetzt musst du natürlich das Wasser fehlt noch laufen noch. Lassen. So, Wasser habe ich extra geguckt. Ich musste hier eben so Supporting Frames dran machen irgendwie. So, ich setze das Wasser hier hin. Dann treibt es nämlich alle drei Räder an. So, und läuft was? Keine Ahnung, ich gehe mal schnell gucken. Hui, ich gehe schnell nachschauen. Bitte, 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 bitte. Nö. Nein. Warum nicht? Darf den Gold. Autsch! Pass auf. Oh, fuck. Zweimal gegen das tolle, unisolierte Kabel gekommen. Also, das warte mal. Extra gemacht hat. Doch, das Kabel. Au. Das Kabel funktioniert, weil der hier hinten hat aufgeladen. Also der Connector ist voll. Ich weiß jetzt allerdings nicht, weshalb das mit dem... Vielleicht das falsche Kabel? Nee, das steht unter Strom, aber vielleicht ist es das falsche Kabel. Ich würde das Rad vielleicht auch in die andere Richtung laufen lassen, aber das ist reiner... Das ist Optik. Ja erstmal Wurst. Es geht nur mal darum, warum funktioniert es nicht? Nee, das Kabel, das Rad... produziert Energie. Da produziert Energie und die Energie kommt auch hinten an. Ich wollte gerade noch sagen, geh mal was essen, Amma. Ich war mir nicht bewusst, dass es so kritisch um mich steht. Also da ist echt Saft drauf. Ich würde ja vielleicht auch mal statt den Konnektoren auch mal ein Relay benutzen. Brauchen wir doch theoretisch nicht. Natürlich. Ein Relay ist doch so eine Zwischenstation, oder nicht? Brauchst aber die Relays, um irgendwo Strom reinzumachen. Die beziehungsweise... Irgendwie haben wir hier eine riesen Überschwemmung. Hä? Oh. Mega-Fail. Warum denn? Weiß ich doch nicht, du hast das produziert. Warum denn? Ich bin gerade mit mächtig viel Saft eingegangen. Lass mal das Ding weg, das Kabel. So. Ich habe auch mal den Connector einfach mal oben auf den Eingang gemacht, ne? Ah, das hat extra einen Eingang. Ja, das blaue oben. Dann klappt, siehst du, kein Relais wird benötigt. Das heißt, wir produzieren im Moment Strom. Ja. Sehr schön. Und ich habe immer noch die Überschwemmung, die ich irgendwie nicht wegkriege. Sodala, wenn wir hier noch einen Dingens, eine Batterie, Capacitor, Bank, wie auch immer hätten, dann könnten wir auch von der anderen Seite Strom abzapfen. Warte, ich stelle dir noch einen hin. Ich meine, das ist jetzt alles erstmal temporär. Ja klar, hier. Die Kabel darfst du jetzt verlegen. Fertig. Ja, warte, ich muss ja hier das Wasser wieder wegmachen. Warum ich weiß, was Mavia meint. Das könnte man irgendwie fixen. Das Wasser über das Rad läuft und dann von oben nach unten oder so. Jetzt läuft es auch sehr schnell. Das macht es auch garantiert mehr Energie. Und wenn man da jetzt eventuell noch Glas vorne dran macht, dann habe ich auch keine Überschwemmung. Dann sieht es aber hässlich aus. Ich wollte die offen haben. Und dann steht halt alles unter Wasser. Nee, steht es am Ende auch nicht mehr, wenn das richtig ausgebaut ist. Im Grunde würde es auch reichen. Ja, wie viel Energie macht denn das Ding? Mäßig. Also wir haben jetzt schon 50.000. Aber wenn das eine Zeit lang läuft, dann... Es geht um die RF-Protik, nicht um das, was momentan im Dings drin ist. Und meines Wissens nach sind die, glaube ich, 60 RF, wenn sie gut mit Wasser versorgt sind. Sie waren mal, glaube ich, sogar noch weniger. Früher waren es, glaube ich, 30 bis 40. Auf jeden Fall ist es nicht sonderlich viel. Könnte 60 bis 80 sein. Das ist nicht besonders viel. Nicht, wenn man später ein paar Maschinen hat, wo dann jede so viel frisst. Permanent, immer. Selbst wenn wir hier jetzt sämtliche Räder dran machen, eine Arc Furnace können wir damit schon mal gar nicht betreiben. Ich kann hier nicht mal ein zweites Kabel dran machen an den Capacitor. Natürlich kannst du das. Nein, kann ich nicht. Hier, probier. Dann macht man da mal ein Relay dran. Ich habe kein Relay.
Siehst du? Ja, der schwimmt hier in der Einfahrt hoch und runter. Ich habe extra das Wasser weggemacht und Mavia musste unbedingt wieder Wasser hinmachen. Du konntest da keine zwei Kabel dran machen? Nicht an den Connector, nein. Ich brauche einfach nur ein Relay, das hier oben drauf kommt. Moment, ich suche mal wieder die Karte. Ich habe übrigens, ja, wir haben die neue Karte freigeschaltet. Also ihr habt das getan. Ich habe es nicht gesehen, weil ich vorhin noch den Atlas gehabt hatte. Frag nicht, was es mich alles gekostet hat an Nerven. Wie viel Nerven hat es gekostet? Mach da ein Relay dran, aber flott. Da hat Mavi aber verdammt viel, du hältst auch viel aus. Ja, da kann man scheinbar, kann sein, dass man dann nur einmal dran bekommt an... Geht doch. Jetzt geht's. Ja, Achtung. Aber es gibt aber keinen Strom mehr, sei denn, die haben kein Wasser, aber... Achtung, ich mach das dritte dran. Ja, nee, es kann sein, dass man da tatsächlich einen Connector nehmen muss, aber... bekommt über ein Relay keinen Strom. Ich isolierte Kabel machen können. Vielleicht muss das Relay noch ein Connector, dann Relay und dann. Ja, genau. Warte. Hier das Relay, da der Connector und jetzt von allen zum Relay und vom Relay zum Connector. Ja, aber dann macht das Relay oben drauf. Nein, gerade das nicht. Ach so. Relay leitet weiter, also wir gehen von allen, die weiterleiten, genau. So, dahin. Von mir aus, das ist Wurst. Dann dahin. Und dahin. Genau. Und jetzt funktioniert's. Genau. Also nicht Nein sagen, wenn ich das vorschlage, so. Yep. Ich hab's vorgeschlagen. Gut. Meine Idee, meins. Nein, du wolltest den, ihr wolltet alle das Relay oben drauf machen. Nein, ich hatte extra gesagt, dass das Relay da nicht mehr weg muss und dass da nochmal ein Connector hin muss. Ist mir egal, es funktioniert. Und das soll es dann für mich auch für heute gewesen sein, weil die Folge ist schon wieder ewig lang. Ja, Moment, sagst jetzt du immer. Attach mal hier noch gerade die andere Seite. Vorne mit dem Glas müssen wir uns noch was überlegen. Ja, das sowieso. Aua. Wow. Ja, das ist dann... Ich wollte, dass du noch einmal geburzelt wirst. Dass es hier mal noch irgendwie schön aussieht, aber wir haben unser Ziel eigentlich erreicht. Wir produzieren Strom. Ja, Strom, endlich, eigener Strom. Und wir haben auch schon eine 250.000, 300.000 IV, was auch immer, wie viel Energie das ist, weiß ich nicht. Ist ein Äquivalent zu RF. Okay. Industrievolumen, keine Ahnung. Dann ist es aber doch, finde ich, gut. Kommt halt darauf an, wie energiefressend die ersten Maschinen sind, die wir bauen können. Die normalen Maschinen sind am Anfang erstmal relativ unspektakulär, aber die Ölpumpe, der Arc Furnace und so weiter, da braucht... Das da klingt aber auch, als ob du dann bessere Tech hättest. Ja, also... Arc Furnace klingt für mich irgendwie so super High-Tech. Ja, vor allem haben wir hier ja dann auch noch genügend Raum, um diverse andere Energieversorgungssysteme herzustellen. Also hier ist ein reines Energieproduktionsgebäude. Mehr soll hier eigentlich gar nicht rein. Achtung, da unten ist Lava. Gespannt. Ich hab's gerade gesehen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen euch zwei. Heute mal ein bisschen Dank, produktiver. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Ciao. Danke, bei mir ebenso. Bis denn. Ciao, Leute. Bye.